Hallo ihr Lieben, ja, immer noch aus Singapur. Es ist jetzt dunkel, es ist jetzt abends und ich war gerade in Chinatown. Ich wollte mir das anschauen. Irgendwie muss ich sagen, habe ich natürlich ja nichts anderes erwartet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war mir echt zu viel Gewusel dort. Ich stand dann irgendwann vor so einem Schild, das über meinem Kopf war. Ich habe dann aber auch kein Foto mehr gemacht und habe es dann auch nicht mehr zustande bekommen, ein Video darüber zu machen. Ich wollte die Kamera rausholen, aber über mir war das Schild und es stand More Shops This Way. Und dann dachte ich mir so, oh nee, also da gehe ich jetzt echt nicht entlang. Also man kann sich wirklich vorstellen, dass es dort sehr, sehr voll war. Ganz viele kleine Gassen, ganz viele kleine, ja, diese so ein Straßenmarkt sozusagen, und das war noch nie meins. Also zu viele Geschäfte, zu viel Shoppen, das ist tatsächlich gar nicht so meins. Deshalb, ich bin da einmal durchgelaufen, habe es mir angeguckt, habe dann da auch so einen ganz, ganz tollen Eisladen entdeckt. Also da gab es Eis ohne Zucker und ohne Laktose, genau, das war auf Basis von Hafermilch, war sehr, sehr lecker. Ich habe mir dann da eine Kugel gegönnt und jetzt bin ich eigentlich hier zurück an den Ort, der mir so gut gefällt, und ich zeige es dir mal. Das ist hier Marina Bay Sands. Ich hoffe, man sieht es. Ich weiß jetzt gar nicht, bin so neu hier in diesem Vloggen und die Kamera ist auch andersrum, das heißt, ich sehe mich nicht. Ja, ich sag mal, das Erlebnis jetzt gerade in Chinatown, also es gibt immer noch mal Läden, es gibt immer noch mal, ja, viele, viele Dinge, die wir alle gar nicht brauchen und ich vor allem nicht, und all diese Dinge, die sind in Chinatown. Deshalb, ja, ich sag mal, man muss es gesehen haben, es ist ganz witzig, aber für mich definitiv, ja, das letzte Mal, dass ich dort war. Gehört aber auch dazu, denn hier Singapur ist natürlich so, so wunderbar. Das ist, viele sagen ja, das ist hier so ein Schnupperkurs Asien. Ich muss jetzt gerade mal meine Hand wechseln. Sorry, wenn es ein bisschen wackelt. Aber ja, also Singapur ist so Schnupperkurs Asien. Hier gibt es wirklich alles. Das zeigt sich tatsächlich auch in der Gastronomie, in der Küche. Ich war jetzt vorhin das erste Mal thailändisch hier essen, weil ich tatsächlich in den letzten Tagen nur japanisch essen war. Also Japan, ich bin ja ein totaler Japan-Freak, versteht sich vielleicht auch, hat natürlich auch mit dem Minimalismus zu tun. Klar, Japan in den Großstädten, da ist es auch sehr, sehr überlaufen, aber irgendwie ist das alles viel, viel geordneter als jetzt gerade da in Chinatown. Ja, was soll ich euch noch erzählen? Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Tage. Und wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, ich habe unter anderem mein Zimmer hier gefilmt, denn da gibt es eine Eigenheit. Und naja, ob es eine Eigenheit ist, weiß ich gar nicht, aber es ist ein bisschen untypisch für Hotelzimmer, glaube ich zumindest. Deshalb, ja, schau dir sehr, sehr gerne dieses andere Video an oder eins der anderen Singapur-Vlogs. Ich war ja dann tatsächlich draußen gefangen im Regen und habe mir gedacht, was mache ich hier? Okay, ich höre jetzt auf, ich baue nicht mehr mein Zimmer um und verbringe da ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde hier das Zimmer so herzurichten, dass ich dann filmen kann. Nein, ich mache das Ganze jetzt draußen. Und ja, es ist tatsächlich für mich eine Bereicherung und es ist wirklich ganz, ganz toll. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend und ich mache jetzt hier nochmal so einen kleinen Rundumschwenk für dich, falls es dich interessiert. Wenn nicht, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, und lass ein Abo da und auch gerne, gerne kommentieren. Egal was. Bis dann. Ciao, ciao.